Wie ist Ihre Haltung, Ihre grundsätzliche Haltung? Zurückzahlung des zinslosen Darlehens, ja oder nein? Ich meine, da bei Ihnen herausgehört zu haben, dass Sie es zumindest noch mal überlegte. Nein, ich habe gesagt, man kann das erst entscheiden, wenn man in der Situation ist, genau wie wir jetzt entschieden haben. 6,3 Milliarden sind es im kommenden Jahr auch ins Gesundheitssystem fließen zu lassen, damit die Beitragssätze, die paritätisch finanziert sind, abgesenkt werden können, um auch hier ein Stück Investitionsimpulse für die Binnenkonjunktur zu geben. Genauso wird man dann entscheiden müssen, wie ist die Situation. Und ehrlicherweise, heute darüber zu reden und Antworten zu geben, was wäre denn wenn, das ist mehr als Kaffeesatzleserei. Das sagt Ihnen niemals, niemand, höchstens jemand, der in eine Kugel schaut und dann Ihnen sagen will, wie Ihr Leben verläuft. Also, ich sage, der Bundestag und die Politik wird verantwortlich entscheiden. Und wir haben verantwortlich entschieden, indem wir gesagt haben, im nächsten Jahr muss nicht zurückgezahlt werden. Ein Darlehen, das dazu dienen soll, die Ausgaben und Einnahmen, die für dieses Jahr festgelegt waren, auch wirklich finanzieren zu können. Sie sprachen schon die Kugel an. Ich möchte, dass Sie da nochmal hineinschauen, was den Beitragssatz angeht, die 14,9, wenn Sie mal auf den Grund in der Glaskugel schauen. Wie lange kann der Beitragssatz bei 14,9 bleiben? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Frage wird jedes Jahr entschieden, indem die Sachverständigen zusammensitzen und sagen, wie ist denn die Einnahmeentwicklung im kommenden Jahr? Wie viel wird über Steuergelder in den Gesundheitsfonds fließen? Und wie ist die zu erwartende Ausgabenentwicklung aufgrund auch der Notwendigkeiten in der medizinischen Versorgung? Und danach wird dann festgelegt, wie ist dieses Verhältnis, und wir haben eine gesetzliche Regelung, die sagt, spätestens dann, wenn aus dem Fonds nur 95% der Ausgaben finanziert würden, müsste der Beitragssatz angehoben werden. Aber jedes Parlament ist frei zu entscheiden, dass der Beitragssatz vorher angehoben wird, und wenn es mehr als 100% sind, muss der Beitragssatz gesenkt werden. Ich will hier nur eins deutlich sagen. Wer eine gute medizinische Versorgung will, und wir werden im kommenden Jahrzehnt uns sehr intensiv darum kümmern müssen, wie schaffen wir es, eine wohnortnahe Haus- und fachärztliche Versorgung, eine wohnortnahe stationäre Versorgung, auch in der Grundversorgung zu organisieren, wie schaffen wir es, die Kliniken der Hochleistungsmedizin oder auch die, die über sehr viele spezialisierte Angebote verfügen, zu finanzieren, und wie können wir es auch schaffen, dass die Menschen im System arbeiten, vernünftig bezahlt werden und auch vernünftige Arbeitsbedingungen haben, wird immer auch nicht mit weniger Geld einfach zu finanzieren sein. Das ist eine Wahrheit, das kann in einer Gesellschaft des längeren Lebens nicht weniger werden, was der Einzelne für die Finanzierung der Gesundheit oder der Absicherung des Risikos, des Krankheitsrisikos aufbringen muss. Um nochmal beim Fonds zu bleiben, Professor Röhrhoff sagte, der Fonds, das ungeliebte Kind, muss in der nächsten Legislaturperiode weiter großgezogen werden. Wie wollen Sie ihn denn aufpäppeln? Ja, meine Ansichten dazu sind ja klar, alle zahlen in den Fonds ein, weil ich glaube, dass sich ein Land wie Deutschland nicht erlauben kann, dass es auf Dauer einen zweigeteilten Versicherungsmarkt hat. Und zwar hat das nicht mit der Zweiteilung des Versicherungsmarktes zu tun, sondern mit der ungleichen Verteilung der Risiken. Die gesetzliche Krankenversicherung muss jeden aufnehmen, und die private Krankenversicherung kann sich aussuchen, die guten Risiken, und nur die, die einen bestimmten Berufsstatus haben oder ein bestimmtes Einkommen haben, überhaupt die Chance, dort hineinzugehen. Und da, glaube ich, ist eines der Probleme, die wir haben, dass wir das Geld, das von den Menschen in Deutschland aufgebracht werden, auch so verteilen, dass wirklich alle Risiken füreinander einstehen. Das hielt ich für eine ganz wesentliche Voraussetzung, um dauerhaft eine gute Finanzierung auch sicherstellen zu können. Es gab ja Zeiten, da hat sich die Union mit breiten Schultern vor die PKV gestellt. Das tut sie noch immer. Ich spüre aber auch so ein leichtes Abbröckeln. Also das wäre mir jetzt neu. Ich habe ja öfters mit Ihnen zu tun, und deshalb danke, wenn Sie das so hören. Wäre eine neue Erfahrung, dann mache ich in der nächsten Legislaturperiode noch einmal einen neuen Vorstoß. Bis zu 14 Milliarden soll der Steuerzuschuss sein. Sie wollen sogar 25 Milliarden in das System geben. Sind denn diese 14 Milliarden überhaupt realistisch angesichts der Krisen, die wir haben? Also im kommenden Jahr haben wir 11,8 Milliarden.
Wer hätte das gedacht, als ich letztes Jahr gesagt habe. Insofern, wir haben einmal die 14 Milliarden beschlossen zur Abdeckung der gesamtgesellschaftlichen Leistungen. Die sind eben nicht so sehr genau zu definieren, aber wir wissen, dass sie mit vielen Zusammenhängen, die nicht ursprünglich medizinische Versorgung sind, sondern auch Leistungen für Familienpolitik oder anderes mehr, die über die GKV finanziert werden. Und das Zweite ist, wir haben beschlossen, jetzt in der Konjunktur einen Beitrag von 6,3 Milliarden im kommenden Jahr, die dazu dienen sollen, dass die Beitragssätze um 0,6 abgesenkt werden. Und das heißt, wenn Sie 14 Milliarden und 6 Milliarden haben, sind Sie schon bei 20 Milliarden.